ihr dieses Problem kennt und der Knopf drinnen fehlt, dann sind wir heute richtig hier im Video, denn wir haben einen Experten hier. Wir sind in der Erfinderwerkstätte und wir haben jetzt bereits den ersten erfolgreich repariert, indem wir hier einen neuen Knopf draufgepackt haben und den alten runtergenommen haben. Weil beim alten sieht es ja so aus. Und beim zweiten Schlüssel nehmen wir euch jetzt mit, weil wir wissen, wie es funktioniert. Los geht's. Erster Schritt, Schlüssel auseinanderfingern. Und dann sehen wir hier schon das Problem. Der Knopf fehlt hier unten. Und jetzt werden wir hier einen neuen drauflöten, denn somit kann man sich leicht 400 Euro für einen neuen Schlüssel sparen. Zu kaufen gibt es diese Knöpfe im Internet. Und dann braucht ihr nur noch einen in eurem Freundeskreis, der euch das ganz billig macht. Und der sitzt da. Und jetzt schauen wir ihm zu, wie er das macht. Als ersten Schritt mal die Batterie rausnehmen. Warum eigentlich? Damit man keine Kurzschluss verursacht. Der Kurzschluss. Der tut aus. So, Tim, was ist der Plan derzeit? Die Beine da verzinnen, damit sie sich nachher besser verbinden. Die saugt das Blödsinn weg. Ach so. Das ist eigentlich nicht so wild, das ist eine ziemlich geniale Erfindung. Wir haben das da verzinnt und dann wieder weg da, dass die Oberfläche schön wird, damit wir den da möglichst gerade drauf verlöten können. So, Freunde, jetzt ist der magische Moment. Der rote wurde gewechselt. Hören wir jetzt das Klicken. Nice! Geil! Tim, ich bin sehr dankbar und jetzt gehen wir auf ein Bier. Jetzt haben wir hier zwei richtige Schlüssel. Wie heißt denn das grüne Gold? Das ist eine Platine. Platinen. Und wir haben einen neuen Schlüssel dabei. Und jetzt muss ich noch einen kaufen, 7 Euro, egal. Jetzt werden wir einfach hier den Kock noch rausziehen, den hebelt man hier von hinten raus. So mit ein wenig Gefühl habe ich nicht. Zack, ausgezogen. Neuen Schlüssel rein. Kann man dann vorher schon nicht da? Nein, oder? Vollkommen wurscht. Und jetzt hier das Ganze zusammen. Geil! Ein neuer Schlüssel. Mächtig. Was?